willkommen zu meinem neuen Food Haul mit Wochenplan. Heute total voll geplant bin ich los. Heute ist der erste Ferientag, Montag. Wochenende war ja jetzt auch schon frei, aber trotzdem ist das nochmal ein anderes Gefühl, dass man montags nicht raus muss und sich dringend anziehen muss. Ich bin trotzdem heute Morgen direkt los. Die Olivia wollte unbedingt mit. Hab unseren Wocheneinkauf erledigt. Hab gestern auch mit viel Zeit und Ruhe einen Wochenplan und einen Einkaufszettel geschrieben mit den Kindern. Also jeder durfte sich auch wieder was wünschen. Gestern gab es überbackene Tortellini und ich hatte ja dieses große Paket. Hab mich dagegen entschieden, das einzufrieren, sondern hab's einfach direkt gemacht, komplett. Und das essen wir heute noch. Jerusalem war gestern eh nicht da, also ist das für sie auch heute ganz neues Essen. Morgen macht der Patrick Lasagne, haben wir ja schon länger geplant. Mittwoch bin ich mit den Kindern unterwegs, wir treffen uns mit einer Freundin. Vorher ist die Olivia im Kindergarten und wir helfen da bei der Bücherei, also komme ich nicht zum Kochen. Patrick, muss ich mal gucken, wie der sich verpflegen kann. Donnerstag hat der Patrick sich Grünkohl mit Mettwurst gewünscht. Freitag die Olivia Schnitzel mit Pommes. Da habe ich diese Mini-Hähnchenschnitzel, diese fertigen, eingefrorenen geholt. Die mögen wir hier am liebsten. Mit Gurkensalat. Samstag Spätzle mit Gulasch. Weiß ich, lieben hier alle oder essen hier alle wirklich gerne. Sonntag ist Ostern, also Ostersonntag. Da brunchen wir bei meinen Eltern. Wir machen da mal zum ersten Mal ein Familienbrunch, wo jeder was mitbringt. Also ich denke, da werden wir richtig voll gegessen sein. Deswegen habe ich jetzt für Sonntag nur so gefüllte Kartoffeltaschen für nachmittags halt geholt, die sich auch die Rosalind gewünscht hat. Und am Montag habe ich aufgeschrieben Rindfleischsuppe. Ich wollte mal gerne wieder mit richtig Rindfleisch eine frische Suppe kochen. Für Dienstag habe ich jetzt nichts mehr notiert. Gucken wir mal, wie wir das machen, ob ich nochmal einkaufen gehe oder so. Ich muss sowieso für den Brunch, habe ich nämlich gesagt, ich mache so Spargelröllchen, also mit Schinken und Mayo. Oder Remoulade, keine Ahnung. Dann wollten wir noch Tomate Mozzarella machen, da habe ich mich gegen entschieden. Ich mache, wie ich zum Kindergeburtstag im Kindergarten öfter schon gemacht habe, so ein Gurkenkrokodil. Wollten hier alle, fanden sie irgendwie lustig. Und da mache ich die Mini-Mozzarella drauf, Tomaten drauf, kleine Salami, kleine Bockwürstchen, also alles Mögliche. Paprika habe ich übrigens auch noch nicht gekauft dafür. Also so ein paar Sachen muss ich da noch frisch holen. Den Großteil haben wir jetzt auf jeden Fall erledigt. Ich war erst bei Aldi, da habe ich bezahlt 120 Euro. Und danach waren wir auch noch gegenüber bei Rewe, da habe ich etwas über 40 Euro bezahlt. Also es war auch ein Großeinkauf, aber ja, halt auch viel für den Brunch schon dabei, ne? Also Spargel, dann war Lachs im Angebot. Ich habe Lachs geholt, aber seht ihr ja jetzt gleich. Erstmal habe ich ein Sixpack Flirt Zitronenlimonade im Kofferraum noch für 3,90 Euro. Dann hatte die Olivia sich gewünscht, hier diese Trinkpäckchen für 3,39 Euro. Die hattet ihr mir ja auch mal empfohlen, weil die wie die Capri-Sonne schmecken und da mehr drin ist und günstiger. Also die hatten wir früher auch schon total oft. Trinkpäckchen sind einfach, ja, nicht so gesund, nicht so, seit es auch keine Plastikstrohhalme mehr gibt, auch nicht mehr so lecker, ehrlich gesagt, weil man einmal aus dem Papierding trinken muss. Deswegen holen wir echt selten Trinkpäckchen. Meistens, wenn wir Ausflüge machen. Aber wir haben sie jetzt mal wieder geholt, haben die Kinder mal wieder was Besonderes. So ist es dann auch was Besonderes, wenn man die nicht so oft holt. Die Rosalind sitzt hier übrigens und gibt mir die Sachen immer an. Die hilft mir ein bisschen, hat auch schon vorsortiert. Da hört das also ab und zu rascheln, ohne dass ich meine Hände nach unten bewege. Leberwurst musste mit für 1,39 €. Essen ja hier alle gerne, ist immer schnell weg. Die Rosalind hatte sich Schokofresh gewünscht für 1,85 €. Dann habe ich zwei Gläser Spargel geholt für jeweils 1,99 €. Da fängt es nämlich schon an, dass ich so viel bezahlt habe. Dann haben wir zweimal Kochschinken dazu für jeweils 1,59 €. Die Hähnchen-Minischnitzel, wovon ich erzählt habe, 3,79 €. Die sind mega lecker, mega schnell gemacht. Kann ich echt empfehlen. Milch 99 Cent. Dann die Lasagneblätter für 1,19 €. Dann haben wir die McCain Pommes für 3,49 €. Waren leider nicht im Angebot. Aber ich hatte letztens diese günstigen Pommes Eigenmarke von irgendwo geholt und die waren echt nicht lecker. Einmal geriebene Mozzarella für 1,99 €. Dann einmal die Mettwürstchen für den Grünkohl für 3,79 €. Spätzle XXL für 2,49 €. Fand ich ehrlich gesagt mega günstig dafür, dass es so eine Riesenpackung ist. Dann einmal Tulpen für 2,19 €. Die hat die Olivia ausgesucht. Dann habe ich dreimal Mozzarella Minis für 1,19 € für dieses Gurkenkrokodil und auch für uns. Hier mögen alle super gerne die kleinen Mozzarella-Kügelchen. Die Olivia hat sich einmal diese Mikado-Sticks hier ausgesucht für 1,29 €. Tomätchen für 1,89 €. Die habe ich jetzt einfach schon mal mitgenommen. Ich hoffe, die halten sich so lang, aber die werden ja hier auch schon mal vorher gegessen.
Die Kartoffeltaschen für 2,69. Dann haben wir 20 Eier, weil ich mit den Kindern ja auch noch Eier bemalen möchte, die der Osterhase die er dann abholt, damit er die verstecken kann. Für 2,29 jeweils. Zitronenschale. Ich habe nämlich so ein leckeres Dessert gesehen, das mache ich vielleicht auch noch. 95 Cent. Zucker 1,49. Ich glaube, wir hatten nämlich nicht mehr so viel Zucker. Zucker. Dann die Mini-Cabanossi für 2,99, auch für das Gurkenkrokodil. Einmal Ketchup für 1,79, der war leer. Die Salami, die wir immer holen bei Aldi, für 1,99. Die Olivia wollte unbedingt mal wieder Sahnekäse für 2,19 €. Toilettenpapier für 3,95. Wir hätten jetzt nicht so dringend welches gebraucht, aber besser, man hat es schon mal vorher. Erdbeeren für 1,99, die sehen richtig gut aus. Richtig dicke Erdbeeren und richtig schön rot. Remoulade für 1,79, die war auch leer bei uns. Dann zweimal die Sonntagsbrötchen für 1,19 €. Suppengemüse für 1,55. Dreimal Gurken für jeweils 66 Cent. Dunkle Weintrauben für 1,99. Eigentlich auch fürs Gurkenkrokodil. Ich glaube, die halten sich aber nicht so lange. Die werden wir vorher essen. Ich wollte eigentlich auch helle und dunkle fürs Krokodil holen. Müssen wir mal gucken. Die Olivia hatte ein Buttercroissant für 55 Cent. Einmal die Pflaumen hier für 1,79. Hatten wir schon letztens diese roten. Die waren sehr lecker. Der Bauernschinken, der super lecker ist, von Aldi für 1,49. Dreimal den weniger süßen kalten Kaffee für jeweils 69 Cent. Drei Avocados für jeweils 88 Cent. Essen jetzt hier alle super gerne, deswegen habe ich jetzt mal drei geholt. Einmal noch hier so einen gemischten Saft für 1,99. Einmal Suppenfleisch für 6,49 und einmal Rindergulasch auch für 6,49, aber da gab es 30%. Einmal Saatenbrot für 1,69. Butterkäse für 2,79. Zweimal Räucherlachs für 3,69 jeweils. Also der war im Angebot anstatt 4,79, also 2,20 € gespart. Ich zwei Pakete mitgenommen für den Brunch. War jetzt gar nicht geplant, dass ich den hole, aber weil der jetzt da so günstiger war. Dann habe ich noch 5x Milka für jeweils 65 Cent im Angebot. Da habe ich noch mal ein paar mitgenommen. Wir haben noch sehr viele. Ich hatte bei Kaufland ja schon zugeschlagen, aber die hält sich ja auch. Sandwich Toast für 1,39. Einmal hier diese Kosmetiktücher für 95 Cent. Das war's bei Aldi. So, da kommt der Einkauf bei Rewe. Zweimal Letta mit der App, mit so einem Coupon, jeweils für 1,11 €. Dann Creme Fine im Angebot für 89 Cent. Habe ich zweimal Schlagsahne für dieses Dessert und zweimal die Sahne zum Kochen. Ich habe nämlich gestern Sahne gebraucht und gesehen, wir haben nicht mehr so viel. Die Olivia hat hier zweimal den Tom und Jerry Joghurt mit der Ecke für jeweils 79 Cent ausgesucht. Grünkohl für 2,19 €. Und dann ist hier Eis im Angebot für 2,29 €. Da habe ich einmal das Meloneis und einmal Kaugummi-Eis geholt. Zweimal die Samtmarmelade für jeweils 1,99 € auch im Angebot. Nutella 825 Gramm für 2,88 € mit der App. Bei Aldi war nämlich auch Nutella im Angebot, aber 450 Gramm Glas für 1,69 € oder 1,89 €. Haben wir es hier ein bisschen günstiger. Die Mini-Winnie-Kette für 3,49 €. Die habe ich auch zweimal geholt, oder? Ah ne, die habe ich nur einmal geholt, genau. Ich habe mich dagegen entschieden, weil wir ja noch die kleinen Salami haben. Zweimal Nachos aus dem Angebot für 99 Cent. Dann wollte die Olivia gerne noch dieses Eis. Die gehen immer ganz gut hier bei uns im Sommer weg. Himbeere 2,49 €. Die muss man auch erst einfrieren. Ist ein bisschen so wie Wassereis. Löffelbiskuit für 1,49 €. Brauche ich für mein Dessert. Die Olivia hatte so einen Durst. Die hat sich hier so ein Wasser geholt für 99 Cent. Zitronensaft für mein Dessert für 1,99 €. Gab auch kleinere Flaschen, aber irgendwie kosteten die 1,59 € oder so. Hat sich jetzt nicht so gelohnt. Da habe ich dann die große genommen. Vielleicht kann man den ja auch nochmal für einen Smoothie oder so benutzen. Maracuja-Nektar auch 1,99 €. Brauche ich auch alles fürs Dessert. Zweimal Dolce Gusto Kaffee im Angebot für 3,79 € jeweils. Und noch diesen Instant Pfirsichtee für 1,99 €. Hatte die Olivia im Wagen geschmissen. Trinken die hier schon mal so ab und zu ganz gerne. Finde ich eigentlich immer ganz gut, wenn wir sowas im Hinterhalt haben, wenn man mal Getränke nicht gekauft hat. Wir brauchten ja den Kofferraum für Trödel. Seitdem habe ich keine Kisten mehr gekauft. Irgendwie denke ich da auch nie dran. Das war unser Einkauf. 160 € weg. Wie gesagt, wir haben echt viel gebraucht. Der Kühlschrank war leer.
Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen, für den einen oder anderen eine Inspiration für den Wochenplan. Ich weiß, dass das dringend nötig ist, wenn man immer Wochenpläne schreibt, da fällt einem manchmal nichts mehr ein. Lasst mir einen Daumen nach oben da, abonniert unseren Kanal und hoffentlich bis zum nächsten Video. Tschüss!